13. März 2016 war ein historischer Tag. Der Tag der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt. Die AfD holt aus dem Stand 24,3% der Stimmen. Wir sind heute am heutigen Tage Zeuge geworden des Entstehens einer neuen, echten, wahren Volkspartei. In Sachsen und Thüringen ist die AfD schon länger im Landtag. Ganz aktuell hat Infratest DIMAP jetzt noch einmal die Wähler befragt. Wenn am Sonntag Landtagswahl wäre, würde die AfD in Sachsen ihren Stimmenanteil mehr als verdoppeln. In Thüringen 10 Prozentpunkte zugewinnen. In Sachsen-Anhalt würde sie leicht verlieren. Im Magdeburger Landtag besteht die AfD-Fraktion derzeit aus 25 Abgeordneten. Wer sind die Neuen, die sich Alternative nennen? Wie erfolgreich sind sie im politischen Alltag? AfD-Abgeordnete sitzen inzwischen in 10 von 16 Landtagen. Wie verändert die Partei die Politik und das Land? Bei der regelrechten Überschwemmung unseres Landes mit fremder Religion, Kultur und Tradition. Wollen Sie eben wirklich in die Zeit des Nationalsozialismus zurück? Das, was wir hier gehört haben, ist die Aneinanderreihung von Beleidigungen, Diffamierungen und Unterstellungen. Aber wie dümmlich und wie primitiv hier einseitig ideologisch diskutiert wird. Lassen Sie mich doch mal ausreden da drüben. Ich kann gar nicht so viel fressen, wie ich kotzen möchte. Es sind Momente, die einen auch manchmal sprachlos machen. Dass man hier sitzt und denkt, was passiert hier gerade? Welche Sätze werden hier wieder ausgesprochen, bei denen man dachte, die gibt es gar nicht mehr. Die AfD, was sie hier in Sachsen-Anhalt veranstaltet, die stellt sich an den Rand, wenn nicht sogar außerhalb des demokratischen Spektrums. Ich möchte, dass die Wählerinnen und Wähler wieder zurückkehren. Möglichst zu uns, aber generell auch zum demokratischen Parteienspektrum. Das ist unsere Aufgabe in dieser Legislaturperiode und ich bin optimistisch, dass das auch schaffbar ist. 12. April 2016. Erster Auftritt der AfD auf der Landtagsbühne. André Poggenburg und seine Fraktion nehmen offiziell Platz. 25 Stühle rechts neben der CDU. Die AfD ist zweitstärkste Fraktion. Das Medieninteresse ist enorm. Die anderen bleiben auf Distanz. Es gibt die AfD ja im Grunde noch nicht lange, das sind ja knapp über 3 Jahre jetzt erst. So, wenn man mal schaut, was wir in den etwas über 3 Jahren erreicht haben, in dieser kurzen Zeit, dann muss man sagen, können wir uns gewaltig auf die Schulter klopfen, da haben wir viel erreicht und ich glaube, der Höhenflug, der ist noch lange nicht vorbei, da geht erst richtig los. Die AfD strotzt vor Selbstbewusstsein. Das erste halbe Jahr beobachten wir die Stimmung im Landtag. Wie gehen die Politiker miteinander um? Ich würde jedem empfehlen, die AfD ernst zu nehmen und zu sehen, dass auch wenn es provokative Formen gibt, in denen sie ihre Position äußert, sich dem zu stellen, was hinter diesen Positionen steckt. Und es hilft nicht, das ignorieren oder abspalten zu wollen, sondern es hilft nur der konstruktive Umgang mit den dahinter verborgenen Grundproblemen. Mai. Die AfD sitzt seit 2 Monaten im Magdeburger Landtag. Richtig einziehen können die Abgeordneten aber erst jetzt. 25 Büros. Die herzurichten, hat gedauert. Gottfried Backhaus ist einer der 15 AfD-Direktkandidaten. Fast 10.000 Menschen haben ihm im Saalekreis ihre Stimme gegeben. Nun endlich. Ja, endlich kann ich einräumen. Und endlich kann ich hier nochmal loslegen. Okay. Backhaus möchte nicht pendeln. In Sitzungswochen soll sein Büro auch Wohnung sein. Mit Bett kriegen wir jetzt leider nicht runter in den Kisten und halb mit einer Dusche.
Backhaus ist 58. Er war Fahrlehrer und Orgelbauer. Zuletzt lebte er von Hartz IV. Er ist ein Mann der Kirche. Sein Glaube prägt ihn, protestantisch, streng konservativ. Ich habe kein Problem, wenn jemand sagt, ich will anders leben. Habe ich überhaupt kein Problem. Ja. Aber wenn das jetzt so dargestellt wird, wird gesagt, okay, das ist das Normale heutzutage, dass man mal zwei Männer, zwei Frauen zusammennehmen und dann die gleichen Rechte wie eine Familie, also Familie, was ich darunter verstehe, ja, mit Kindern, dort habe ich Schwierigkeiten. Überzeugungen, die er in die Landtagspolitik einbringen will. Grüß dich. Backhaus wird sich heute zum kirchenpolitischen Sprecher der AfD-Fraktion wählen lassen. Die AfD im Magdeburger Landtag. Sie ist vor allem männlich. Gerade mal zwei Frauen sitzen unter den 25 Abgeordneten. Fahrlehrer und Hartz-IV-Empfänger, Akademiker, Handwerker, Landwirte, Polizisten und Steuerberater. Die wenigsten kannten sich bisher. Anfänger im Parlament. Sie stellen gewohnte Abläufe in Frage. Regierungserklärung. 2. Juni. Regierungserklärung von Ministerpräsident Haseloff. Ihren Beitrag dazu leisten. Was wir nicht zulassen dürfen, ist eine weitere Polarisierung unserer Gesellschaft, ist ein Anwachsen von Hass und Gewalt, sind Ausgrenzung und Abschottung. Zur gleichen Zeit vor dem Landtag eine Demonstration gegen Abwassergebühren. Dazu ist die Politik nicht da. Das ist die AfD will raus und geht. Geschlossen verlässt die Fraktion das Parlament. Alle anderen sind drin geblieben. Und finde ich gut. Die anderen haben doch keine Arsch in der Hose, hier runter zu kommen. Sag mal, ich hätte mir gewünscht, dass die anderen Vertreter oder die Vertreter der anderen Parteien geschlossen rausgekommen wären und hätten sich hier beteiligt und hätten hier Stellung genommen. Ich bin kein AfD-Mann und bin auch nicht deren Politikvertreter, aber sie punkten natürlich mit solcher Darstellung hier und die anderen Parteien halten sich zurück und das ist nicht in Ordnung. Der Auszug aus dem Landtag, eine bewusste Inszenierung der AfD. Wie immer allerdings, wenn vor dem Landtag demonstriert wird, haben auch die anderen Parteien Vertreter geschickt. Schon bevor die AfD dazu kam. Das Zweite. Das Verhalten der AfD einfach während dieser Diskussion, wo es ja um Inhalte und auch die Zielstellung für die nächsten Jahre ging, den Landtag zu verlassen und zu einer selbstorganisierten Demonstration vor den Landtag zu gehen. Das war für mich schon ein Verhalten, was einfach den parlamentarischen Gepflogenheiten widerspricht und auch zeigt, dass das, was wichtig ist in unserem Staat, in einem Verfassungsstaat, dass das Verfassungsorgan Landtag mit einem hohen Respekt auch behandelt werden muss, nicht eingehalten ist. Eisleben im Frühsommer. Die AfD hat einen Gasthof gemietet. Es ist Landesparteitag. André Poggenburg hat den Mitgliedern ein Versprechen gegeben. Er will den Landesvorsitz eigentlich abgeben, sich auf den Landtag konzentrieren. So ist es abgestimmt. Er sieht sich schon als neuer Landeschef, der Kaufmann aus Wittenberg. Er ist der einzige Kandidat. Aber es kommt anders. André Poggenburg tritt doch an und wird gewählt. Die Machtfrage wird zur Vertrauensfrage. Poggenburgs Wiederwahl bleibt umstritten. In der Fraktion und vor allem an der Basis. Das ist natürlich schwer. Wenn er damals gesagt hat, er wird nicht wieder als Landesvorsitzender antreten und macht es dann doch, das ist ein Wortbruch, das muss man leider so deutlich sagen. Das wird er nicht gerne hören wollen, aber es ist so. Er hat vieles sehr gut gemacht. Er hat aber in meinen Augen damals auch zu viele Aufgaben übernommen. Das hätte man anders klären können. Und ich glaube, dass sich diese Organisation mit Sicherheit hätte besser machen können. Hoffmann ist der Kritiker an der Basis. Er verdient sein Geld als Versicherungsvertreter.
Parteiarbeit macht er ehrenamtlich. Seine Ehefrau ist Thailänderin und AfD-Mitglied. Für sie ist das kein Widerspruch. Gott sei Dank, bis jetzt, ich hab noch nicht so solche Leute kennengelernt, das so richtig fremdfeindlich ist. Weil ich war einmal in, wie nennt man das da, diese wie heißt das? Ich weiß nicht, was du meinst. Das Parteitag, ne? Heißt das doch. Auf dem Landesparteitag? Ja, Landesparteitag, ja. Hab so viele kennengelernt. Das, ich finde schon alles schon vernünftige Leute. Wir wollen einen grundlegenden Politikwechsel im Land. Wir wollen keine Politik der offenen Grenzen, so wie Frau Merkel das macht. Das geht nicht. Wir müssen hier nicht eine Willkommenskultur haben. Wir brauchen über kurz oder lang eine Abschiebekultur. Diese multikulturellen Experimente, die hier passieren, dass wir hier eine unkontrollierte Masseneinwanderung haben, das ist doch was völlig anderes, als wenn sich ein Einzelner in eine Frau aus einem anderen Land verliebt und sie heiratet. Nur wir haben hier einfach eine Situation, dass hier das Volk einfach überfordert ist. Wir haben hier schlicht und ergreifend eine Einwanderung in die sozialen Sicherungssysteme. Die AfD sei rechts, aber keine extreme Partei, sagen die Hoffmanns. Das soll so bleiben, finden sie. Er vertritt den rechten Flügel der AfD Sachsen-Anhalt wie kaum ein anderer. Hans-Thomas Tilschneider, ein promovierter Islamwissenschaftler, der sagt, der Islam passe nicht zu Deutschland. Seine Auftritte polarisieren. So, ich habe zwei Fragen. Einmal zum Thema Adoption. Ich würde gern von Ihnen wissen, ob Sie davon ausgehen, dass ein Junge, der bei einem lesbischen Paar aufwächst, wie dieser Junge eine gesunde Geschlechtsidentität entwickeln kann. Denn ich weiß von Entwicklungspsychologen, dass gerade gegen die Konstellation starke Bedenken entstehen, weil lesbische Frauen ein Problem mit der Nähe des Männlichen haben, sonst wären sie nicht lesbisch. Und jetzt ist ein Junge sozusagen mit zwei Müttern. Wie soll der, dem der Vater als Bezugsperson fehlt, wie soll der eine stabile Geschlechtsidentität entwickeln? Wir besuchen Hans-Thomas Tilschneider in seinem Wahlkreis in Bad Dürrenberg. Tilschneider ist in Rumänien geboren, lebte zuletzt in Sachsen. Er hat in Bayreuth Islamwissenschaften gelehrt und promoviert. Dann kam die AfD. Und wenn die AfD nicht gekommen wäre, dann würde ich wahrscheinlich heute noch an der Universität sitzen und mir zweimal überlegen, was ich sage, und dann vermutlich im Zweifel doch den Mund halten und nichts sagen, aus Angst vor Repressalien in diesem ach so freien Land. Nicht wohlgefühlt habe er sich auch im, wie er es im Interview nennt, linksversifften Leipzig. War dankbar, als ihn André Poggenburg bat, die AfD Sachsen-Anhalt zu unterstützen. Tilschneider ist der Vordenker in der Partei, zum Beispiel wenn es um Einwanderung geht. Es kann doch nicht sozusagen Einwanderung die Allzwecklösung sein. Das ist so sehr kurzfristiges Denken. Das ist sehr kurzfristiges Denken, tiefe strukturelle Probleme zu lösen, indem man sich sozusagen Menschenmaterial aus einer anderen Weltgegend beschafft. Tilschneiders Wahlkreisbüro. Demnächst will er hier mit Bürgern ins Gespräch kommen, mit ihnen seine Gedanken diskutieren. So, wie er es auch bei einem Pegida-Auftritt in Dresden gemacht hat. Einen Termin festlegen und Ort finden. Bürger von Dresden, liebe Freunde, liebe Kameraden, Deutsche, Pegida hat Großartiges für unser Vaterland geleistet. Auch aus seiner Nähe zur identitären Bewegung macht er keinen Hehl. Schwarzes Logo auf gelbem Grund. Der Verfassungsschutz beobachtet die Identitären und beschreibt sie als extrem fremdenfeindlich. Sie arbeiteten gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung, sagen die staatlichen Behörden. Man versucht, den Begriff der freiheitlich-demokratischen Grundordnung umzudeuten, auszuweiten und ihn so zu interpretieren, dass er einem verpflichtet, sich mit dem Gesellschaftsexperiment multikulturelle Gesellschaft abzufinden. Das kann und darf aber nicht sein. Ich muss das Recht haben, Multikulti abzulehnen, ohne deswegen als Verfassungsfeind eingestuft zu werden. Und ich habe überhaupt kein Problem damit, als rechts zu gelten oder als neurechts zu gelten. Ja.
Also es ist schon harter Tobak, muss ich sagen. Auch die Idee, die dahinter steht, der Inhalt. Also die Debatten und die Arbeit im Ausschuss nach meinem Empfinden laufen so ein bisschen wie bei Biedermann und Brandstifter ab. In manchen Bereichen ein bisschen Biedermeier, immer mal, ja, wir sind ja für alles und wir reden mit alles, mit allen und dann wieder Brandstifter in den Reden und auch in den Anträgen. Das ist eine ganz andere Kultur als die anderen Jahre. Für Till Schneider sind die Identitären junge Idealisten. Für viele andere in der AfD Sachsen-Anhalt sind sie ein Problem. 20. Juni. Ein Brief taucht auf. Der Ruf der Vernunft, unterzeichnet von 54 AfD-Land- und Kreistagsabgeordneten. Sie sehen das Projekt AfD in Gefahr, wollen keine Zusammenarbeit mit Extremisten. Gemeint sind auch die Identitären. Die Abgrenzung vom Extremismus. Nur 4,5 Monate später ist davon nicht mehr viel übrig. Auf einer AfD-Demo in Magdeburg singen Mitglieder der Identitären Bewegung. Ganz offiziell von der AfD eingeladen. Die Sommerpause kommt. Eine Frage bleibt: Wofür steht die AfD? Sein Thema sind Protestbewegungen. Wolfgang Kraushaar. Er hat zur RAF geforscht und gilt als Chronist der 68er-Bewegung. Er ist überzeugt, dass extreme Positionen in der AfD keine Zukunft haben. Aber sie wird selber auch erstmal versuchen, herauszubekommen, wie sie sozusagen das meiste aus dem, was sie vertritt, machen kann. Und es wird dann auch ein Anpassungsprozess stattfinden. Das ist immer so gewesen. Eine Partei, die nur auf Fundamentalopposition schaltet und glaubt, damit sozusagen die absolute Mehrheit irgendwann erringen zu können, die steht auf einem verlorenen Posten, weil das ist nicht machbar. Ein halbes Jahr AfD im Landtag. Sie stellen den Landtagsvizepräsidenten, haben Abgeordnete in jedem Ausschuss. Wenn Sie reden, wird der Plenarsaal zur Bühne. Sehr geehrter Herr Landtagspräsidentin, ich habe das hoffentlich gendergerecht formuliert, ich kenne mich da nicht so ganz aus. Es ist kein konstruktiver Dialog mehr hier im Haus, es ist kein Streiten um Ideen, um gute, um bessere Ideen, sondern es ist ein Stück weit zu einer Bühne verkommen, wo gegen Menschen Stimmung gemacht wird, womit dem Versuch gearbeitet wird, Ängste zu schüren. Der Vorwurf der anderen, die AfD kenne nur ein Thema, Flüchtlinge. Inhaltlich bringe sie sich nicht ein. Unsere Recherche zeigt, sie hat weit über 100 Anfragen an die Landesregierung gerichtet mit einem breiten Themenspektrum. Kommunales, Sicherheit und Kriminalität, Bildung und Soziales. Einen Schwerpunkt aber bildet das Thema Flüchtlinge. Oft sind es Fragen, die die anderen Parteien dazu so nie gestellt haben. Ich würde es als eine Politik der Auslassungen bezeichnen, die von den herrschenden Parteien vorgenommen oder praktiziert worden ist. Das heißt, bestimmte Themen nach Möglichkeit gar nicht anzusprechen, sie geradezu vor der Öffentlichkeit und vor der Wählerschaft verstecken zu wollen, also wie das Flüchtlingsproblem. Wie umgehen mit der AfD? Die anderen Parteien zwingt sie, sich selbst zu hinterfragen. Das macht auch die linken Abgeordnete Birke Bull, sowie viele ihrer Kollegen, auch aus den anderen Parteien. Eine Konsequenz für Bull, sie will direkt auf Leute zugehen. Sie macht eine Wahlkreistour in Bernburg und trifft diesen italienischen Unternehmer. Da würde mir jetzt einfallen, es gibt ja die Handwerkskammer, wo man dann auch mal zusammenkommt. Bitte, und vergessen so. Sie. Die erste Sache, IHK, 190 Euro pro Jahr. Wissen Sie, eine nutzlose Sache, wo ich einfach... Wir haben die Erfahrung gemacht, und das sagen wir dann auch immer, wenn wir reinkommen, dass doch relativ wenig Menschen zu uns kommen, zu Politikerinnen, und ihr Herz gewissermaßen ausschütten oder das sagen, was ihnen auf den Nägeln brennt. Und deswegen haben wir gesagt, okay, den gehen wir mal hin. Zweiter Spontanbesuch, ein kleiner An- und Verkauf. Das ist so eine Förderung für ein Jahr, so eine Unterstützung. Aber ja, das ist jetzt wirklich nur ein Apfel, ein Ei. Das ist nicht wirklich das. Die Ladenbesitzerin, ihr geht es wie vielen Bürgern. Kontakt zu Politikern hat sie selbst noch nie gesucht.
Ergibt sich nicht. Man sieht ja keinen so auf der Straße, man sieht es ja meistens nur im Fernsehen oder was weiß ich nicht, aber so nicht wirklich. Die Gespräche vor Ort, für Birke Bull sind sie eine Strategie, Wähler zurückzugewinnen für ihre Partei. Wir sind gezwungen, uns mit denen auseinanderzusetzen, die in der Tat sehr bewusst AfD gewählt haben und damit ein politisches Programm, was ich für rückwärtsgewandt halte, was ich für in großen Teilen menschenfeindlich halte. Damit müssen wir uns auseinandersetzen und da würde ich schon sagen, das ist gut so. 19. September. Die Landeszentrale für politische Bildung in Magdeburg lässt Politik und Bürger aufeinandertreffen. Die anderen haben ihre Fraktionsvorsitzenden geschickt. Die AfD, Hans-Thomas Tillschneider. Eine Stunde Fragen. Kein Tisch ist so gut besucht wie der von Tillschneider. Wir haben uns sehr viel mit dem Nationalsozialismus auch auseinandergesetzt und finden, dass man die Geschichte Deutschlands nicht stolz sein sollte. Ich finde doch, dass es dafür, dass es jetzt auch mittlerweile 70 Jahre zurückliegt, dass es also schon in die historische Ferne gerückt ist, dafür, finde ich, bekommt es doch vielleicht zu viel Aufmerksamkeit. Schüler einer 11. Klasse aus Burg. Sie haben Fragen zu Flüchtlingen, zu Toleranz und Schulpolitik. Die Schulklasse fragt weiter, auch als die Veranstaltung offiziell längst vorbei ist. Eine Woche später. Wir wollen wissen, wie haben die Schüler die Diskussionen erlebt? Was erwarten sie von Politikern? Wir besuchen die Klasse 11-3 am Burger Roland-Gymnasium. In Sketchen spielen sie die Gespräche nach. So erlebten sie die CDU. Nun haben Sie ja im März bei den Landtagswahlen ein Drittel Ihrer Mandate abgeben müssen. Können Sie sich das irgendwie erklären? Naja, also eigentlich ist das ja gar nicht richtig, was Sie hier sagen. Wir haben 11.000 absolute Wähler gewonnen und damit verstehe ich jetzt die Frage an sich nicht. Wir haben eigentlich Gewinn gemacht. Dann ist die AfD-Gruppe an der Reihe. Wir haben in Ihrem Wahlprogramm gelesen, dass Sie den Geschichtsunterricht einkürzen wollen. Wie stellen Sie sich das vor? Wissen Sie, die Zeit des Nationalsozialismus, das ist schon 70 Jahre her. Wir sollten aufhören, die ganze Zeit zu bedauern und endlich anfangen, auf unsere Geschichte wieder stolz zu sein. Anschließend wird diskutiert. Ich war, glaube ich, bei den CDU-Leuten fast gar nicht, also so vielleicht 3 Sekunden oder so. Man hat schon von außen gesehen, die beiden Politiker, die hatten nicht wirklich, also ich weiß nicht, ob man das so sagen kann, aber die hatten nicht wirklich Lust, überhaupt darüber zu reden. Den stärksten Eindruck hat der AfD-Politiker hinterlassen. Ich würde es einfach die Faszination des Grauens nennen. Das beschreibt es eigentlich ganz gut. Also er hat halt so viel Blödsinn erzählt, dass man halt alles eigentlich hinterfragen konnte. Das ist auch mal die Frage, die Flüchtlingszahl ist jetzt seit Anfang des Jahres um 80% gesunken. Was ist die AfD ohne Flüchtlinge? Für mich ist wichtig, wenn ich solche Volkspartei wähle, ob das nun CDU oder die SPD ist, dass die sich auch mit der AfD auseinandersetzen, dass es nicht heißt, die sind jetzt rechts und die lassen wir auch da, wo sie sind und mit dem wollen wir gar nichts zu tun haben. Ein unbefangener Blick auf Politik. Einige von ihnen werden bei der Bundestagswahl 2017 das erste Mal ihre Stimme abgeben. Oktober. Gottfried Backhaus ist im Saale-Kreis unterwegs. Begleitet wird er von einem Mitarbeiter und, wie so oft, Ehefrau Claudia. Den Bus nennt er rollendes Wahlkreismobil. Er möchte die AfD bekannter machen, sagt er. Mit den Leuten ins Gespräch kommen. Station 1, ein Supermarktparkplatz in Querfurt. Das ist ganz erschreckend. Was ist da erschreckend? Ja. Wie Sie die Weltlage beurteilen. Weil, was ist da erschreckend? Weil den Leuten, denen es so dreckig geht, die um ihr Leben fürchten, für die haben sie nichts übrig. Ein intensives Gespräch. Der AfD-Kritiker bittet uns, er möchte nicht erkannt werden. Er will nicht mit der AfD gesehen werden. Gespräch.
ist aber auch aufschlussreich. Ja, wenn man Leute, die ja doch nicht unserer Meinung sind oder gut, manche Sachen waren wir auf einen Nenner, manche wiederum nicht. Der Vormittag zieht sich. Die AfD-Gruppe wartet. Ein paar interessierte Blicke. Gesprächsversuche scheitern. Wir hätten sehen die ganzen Abgeordneten von Sachsen-Anhalt. Ja. Das würde ich Ihnen gerne geben. Naja, habe ich kein Interesse. Dankeschön. Es ist so eine verlogene Gesellschaft hier wieder geworden, ja. Es ist unerträglich. Begegnet Ihnen das öfter? Ja. So? Nein. Ja, was? Die Frau wollte so, was nehmen, das, als so die Kamera das jetzt, kam. Das jetzt. Okay, hat sie es nicht mehr genommen. Da war ich jetzt woanders, das stimmt. Aber dass man nicht offen redet oder offen zugibt oder dergleichen. Zweifel, weil sie für die AfD stehen, kennen sie nicht, sagt das Ehepaar. Auch nicht, obwohl eine ihrer Töchter kaum noch mit ihnen spricht. Natürlich bin ich wütend, weil dieser Riss durch die Familien geht. Es geht nicht nur uns so. Und wenn da irgendwo ein Gabriel sich hinstellt und uns als Pack bezeichnet. Das ist dieser Riss. Viele Stunden und wenige Gespräche später, das Grüppchen packt zusammen. Für die AfD gewinnen konnten sie heute niemanden. November 4. Wir treffen André Poggenburg zu Hause in Stößen. Jetzt gehen wir mal in einen Teil meiner früheren Tätigkeit. Ein Rittergut, 6000 Quadratmeter groß. Poggenburg lebt hier seit vielen Jahren allein. Das ist eine verlassene Werkhalle hier von dem damaligen Betrieb. Ich mache mal etwas Licht. Bis Ende 2015 war diese Halle seine Werkstatt. Ich muss sagen, ich bin eben auch jemand, wenn ich merke, es ist da irgendwo ein Erfolg in Aussicht, dann verbeiße ich mich da hinein. Das war damals bei dem Gutshof oder bei dem Betrieb hier genauso. Und dann macht man das richtig und dann kommt der Erfolg auch. Den muss man sich natürlich holen, der kommt nicht von allein. Den muss man sich holen. Das tun wir als AfD insgesamt und das tue auch ich persönlich. Ich zeige Ihnen hier hinten mal noch den kleinen Park. Er ist nur noch selten hier. Aber wenn, dann nimmt er sich Zeit zum Nachdenken. Wir haben ganz deutlich gesagt, die CDU hat sich in den letzten Jahren und Jahrzehnten, auch gerade in den letzten Jahren, im politischen Spektrum für unser Empfinden eine ganze Ecke nach links bewegt. Dort ist ein Raum frei geworden, den wir bezeichnen wirklich als den Raum nationalkonservativ. Und wo wir sagen müssen, nur durch diesen Linksruck der CDU ist Platz geworden überhaupt für eine AfD. Wenn die AfD, ich sag mal, 10 Jahre lang wirklich Bestandteil unserer politischen Landschaft geworden ist, parlamentarisch, dann kann man auch sagen, sie hat sich etabliert. Aber dann hat sich der Begriff etabliert ganz gewaltig verändert. Wir arbeiten an maximalem Erfolg. Was wäre maximaler Erfolg? Maximaler Erfolg wäre eine Bundesregierung unter Führung der AfD. Und der AfD ist es nun gelungen, sich da jetzt so weit in Position zu bringen, dass sie tatsächlich auf unabsehbare Zeit ein politischer Faktor in den Parlamenten und im Parteienspektrum sein wird. Unter welchen Umständen könnten Sie sich denn vorstellen, mit der AfD eine Koalition einzugehen? Ich kann mir keine Konstellation vorstellen, die eine Koalition mit der AfD möglich macht. Dort habe ich Schwierigkeiten. Überzeugungen, die er in die Landtagspolitik einbringen will. Grüß dich. Grüß dich.
Backhaus wird sich heute zum kirchenpolitischen Sprecher der AfD-Fraktion wählen lassen. Die AfD im Magdeburger Landtag. Sie ist vor allem männlich. Gerade mal 2 Frauen sitzen unter den 25 Abgeordneten. Fahrlehrer und Hartz-IV-Empfänger, Akademiker, Handwerker, Landwirte, Polizisten und Steuerberater. Die wenigsten kannten sich bisher. Anfänger im Parlament. Sie stellen gewohnte Abläufe in Frage. Regierungserklärung. 2. Juni. Regierungserklärung von Ministerpräsident Haseloff. Ihren Beitrag dazu leisten. Was wir nicht zulassen dürfen, ist eine weitere Polarisierung unserer Gesellschaft, ist ein Anwachsen von Hass und Gewalt, sind Ausgrenzung und Abschottung. Zur gleichen Zeit vor dem Landtag eine Demonstration gegen Abwassergebühren. Dazu ist die Politik nicht da. Das ist die AfD will raus und geht. Geschlossen verlässt die Fraktion das Parlament. Alle anderen sind drin geblieben und finde ich gut. Die anderen haben doch keine Arsch in der Hose, hier runter zu kommen. Sag mal, ich hätte mir gewünscht, dass die anderen Vertreter oder die Vertreter der anderen Parteien geschlossen rausgekommen wären und hätten sich hier beteiligt und hätten hier Stellung genommen. Ich bin kein AfD-Mann und bin auch nicht der Politikvertreter, aber sie punkten natürlich mit solcher Darstellung hier und die anderen Parteien halten sich zurück und das ist nicht in Ordnung. Der Auszug aus dem Landtag, eine bewusste Inszenierung der AfD. Wie immer allerdings, wenn vor dem Landtag demonstriert wird, haben auch die anderen Parteien Vertreter geschickt. Schon bevor die AfD dazu kam. Das Zweite. Das Verhalten der AfD einfach während dieser Diskussion, wo es ja um Inhalte und auch die Zielstellung für die nächsten Jahre ging, den Landtag zu verlassen und zu einer selbstorganisierten Demonstration vor den Landtag zu gehen, das war für mich schon ein Verhalten, was einfach den parlamentarischen Gepflogenheiten widerspricht und auch zeigt, dass das, was wichtig ist in unserem Staat, in einem Verfassungsstaat, dass das Verfassungsorgan Landtag mit einem hohen Respekt auch behandelt werden muss, nicht ein. Dann ist die AfD-Gruppe an der Reihe. Wir haben in Ihrem Wahlprogramm gelesen, dass Sie den Geschichtsunterricht einkürzen wollen. Wie stellen Sie sich das vor? Wissen Sie, die Zeit des Nationalsozialismus, das ist schon 70 Jahre her. Wir sollten aufhören, die ganze Zeit zu bedauern und endlich anfangen, auf unsere Geschichte wieder stolz zu sein. Anschließend wird diskutiert. Ich war, glaube ich, bei den CDU-Leuten fast gar nicht, also so vielleicht 3 Sekunden oder so. Man hat schon von außen gesehen, die beiden Politiker, die hatten nicht wirklich, also ich weiß nicht, ob man das so sagen kann, aber die hatten nicht wirklich Lust, überhaupt darüber zu reden. Den stärksten Eindruck hat der AfD-Politiker hinterlassen. Ich würde es einfach die Faszination des Grauens nennen. Das beschreibt es eigentlich ganz gut. Also er hat halt so viel Blödsinn erzählt, dass man halt alles eigentlich hinterfragen konnte. Das ist auch immer die Frage, die Flüchtlingszahl ist jetzt seit Anfang des Jahres um 80% gesunken. Was ist die AfD ohne Flüchtlinge? Für mich ist wichtig, wenn ich solche Volkspartei wähle, ob das nun CDU oder die SPD ist, dass die sich auch mit der AfD auseinandersetzen. Dass es nicht heißt, die sind jetzt rechts und die lassen wir auch da, wo sie sind und mit dem wollen wir gar nichts zu tun haben. Ein unbefangener Blick auf Politik. Einige von ihnen werden bei der Bundestagswahl 2017 das erste Mal ihre Stimme abgeben. Ach. 10. Oktober. Gottfried Backhaus ist im Saale-Kreis unterwegs. Begleitet wird er von einem Mitarbeiter und, wie so oft, Ehefrau Claudia. Den Bus nennt er rollendes Wahlkreismobil. Er möchte die AfD bekannter machen, sagt er. Mit den Leuten ins Gespräch kommen. Station 1, ein Supermarktparkplatz in Querfurt. Das ist ganz erschreckend. Was ist da erschreckend? Ja. Wie Sie die Weltlage beurteilen. Weil was ist da erschreckend? Bei den Leuten, denen es so dreckig geht, die um ihr Leben fürchten,
für die haben sie nichts übrig. Ein intensives Gespräch. Der AfD-Kritiker bittet uns, er möchte nicht erkannt werden. Er will nicht mit der AfD gesehen werden. Gespräch ist aber auch aufschlussreich. Ja, wenn man Leute, die ja doch nicht unserer Meinung sind, oder gut, manche Sachen waren wir auf einen Nenner, manche wiederum nicht. Der Vormittag zieht sich. Die AfD-Gruppe wartet. Ein paar interessierte Blicke. Gesprächsversuche scheitern. Als die Veranstaltung offiziell längst vorbei ist. Eine Woche später. Wir wollen wissen, wie haben die Schüler die Diskussionen erlebt? Was erwarten sie von Politikern? Wir besuchen die Klasse 11-3 am Burger Roland-Gymnasium. In Sketchen spielen sie die Gespräche nach. So erlebten sie die CDU. Nun haben Sie ja im März bei den Landtagswahlen ein Drittel Ihrer Mandate abgeben müssen. Können Sie sich das irgendwie erklären? Naja, also eigentlich ist das ja gar nicht richtig, was Sie hier sagen. Wir haben 11.000 absolute Wähler gewonnen und damit verstehe ich jetzt die Frage an sich nicht. Wir haben eigentlich Gewinn gemacht. Dann ist die AfD-Gruppe an der Reihe. Wir haben in Ihrem Wahlprogramm gelesen, dass Sie den Geschichtsunterricht einkürzen wollen. Wie stellen Sie sich das vor? Wissen Sie, die Zeit des Nationalsozialismus, das ist schon 70 Jahre her. Wir sollten aufhören, die ganze Zeit zu bedauern und endlich anfangen, auf unsere Geschichte wieder stolz zu sein. Anschließend wird diskutiert. Ich war, glaube ich, bei den CDU-Leuten fast gar nicht, also so vielleicht 3 Sekunden oder so. Man hat schon von außen gesehen, die beiden Politiker, die hatten nicht wirklich, also ich weiß nicht, ob man das so sagen kann, aber die hatten nicht wirklich Lust, überhaupt darüber zu reden. Den stärksten Eindruck hat der AfD-Politiker hinterlassen. Ich würde es einfach die Faszination des Grauens nennen. Das beschreibt es eigentlich ganz gut. Also er hat halt so viel Blödsinn erzählt, dass man halt alles eigentlich hinterfragen konnte. Das ist auch immer die Frage, die Flüchtlingszahl ist jetzt seit Anfang des Jahres um 80% gesunken. Was ist die AfD ohne Flüchtlinge? Für mich ist wichtig, wenn ich solche Volkspartei wähle, ob das nun CDU oder die SPD ist, dass die sich auch mit der AfD auseinandersetzen, dass es nicht heißt, die sind jetzt rechts und die lassen wir auch da, wo sie sind und mit dem wollen wir gar nichts zu tun haben. Ein unbefangener Blick auf Politik. Einige von ihnen werden bei der Bundestagswahl 2017 das erste Mal ihre Stimme abgeben. Zehnter Oktober. Gottfried Backhaus ist im Saale-Kreis unterwegs. Begleitet wird er von einem Mitarbeiter und, wie so oft, Ehefrau Claudia. Den Bus nennt er rollendes Wahlkreismobil. Er möchte die AfD bekannter machen, sagt er. Mit den Leuten ins Gespräch kommen. Station 1, ein Supermarktparkplatz in Querfurt. Das ist ganz erschreckend. Was ist da erschreckend? Ja. Wie Sie die Weltlage beurteilen. Weil, was ist da erschreckend? Weil den Leuten, denen es so dreckig geht, die um ihr Leben fürchten, für die haben Sie... Kultur und Tradition. Wollen Sie eben wirklich in die Zeit des Nationalsozialismus zurück? Das, was wir hier gehört haben, ist die Aneinanderreihung von Beleidigungen, Diffamierungen und Unterstellungen. Aber wie dümmlich und wie primitiv hier einseitig ideologisch diskutiert wird. Lassen Sie mich doch mal ausreden da drüben. Ich kann gar nicht so viel fressen, wie ich kotzen möchte. Es sind Momente, die einen auch manchmal sprachlos machen. Dass man hier sitzt und denkt, was passiert hier gerade? Welche Sätze werden hier wieder ausgesprochen? Bei denen man dachte, die gibt es gar nicht mehr. Die AfD, was sie hier in Sachsen-Anhalt veranstaltet, die stellt sich an den Rand, wenn nicht sogar außerhalb des demokratischen Spektrums. Ich möchte, dass die Wählerinnen und Wähler wieder zurückkehren, möglichst zu uns, aber generell auch zum demokratischen Parteienspektrum. Das ist unsere Aufgabe in dieser Legislaturperiode und ich bin optimistisch, dass das auch schaffbar ist. 12. April 2016. Erster Auftritt der AfD auf der Landtagsbühne. André Poggenburg und seine Fraktion nehmen offiziell Platz. 25 Stühle rechts neben der CDU.
Die AfD ist zweitstärkste Fraktion. Das Medieninteresse ist enorm. Die anderen bleiben auf Distanz. Es gibt die AfD ja im Grunde noch nicht lange, das sind ja knapp über 3 Jahre jetzt erst. So, wenn man mal schaut, was wir in den etwas über 3 Jahren erreicht haben, in dieser kurzen Zeit, dann muss man sagen, können wir uns gewaltig auf die Schulter klopfen, da haben wir viel erreicht und ich glaube, der Höhenflug, der ist noch lange nicht vorbei, da geht erst richtig los. Die AfD strotzt vor Selbstbewusstsein. Das erste halbe Jahr beobachten wir die Stimmung im Landtag. Wie gehen die Politiker miteinander um? Ich würde jedem empfehlen, die AfD ernst zu nehmen und zu sehen, dass auch wenn es provokative Formen gibt, in denen sie ihre Position äußert, sich dem zu stellen, was hinter diesen Positionen steckt. Und es hilft nicht, das ignorieren oder abspalten zu wollen, sondern es hilft nur der konstruktive Umgang mit den dahinter verborgenen Grundproblemen. »24. Mai. Die AfD sitzt seit 2 Monaten im Magdeburger Landtag. Richtig einziehen können die Abgeordneten aber erst jetzt. 25 Büros. Die herzurichten, hat gedauert. Gottfried Backhaus ist einer der 15 AfD-Direktkandidaten. Fast 10.000 Menschen haben ihm im Saalekreis ihre Stimme gegeben. Nun endlich. Ja, endlich kann ich einräumen. Die Gespräche vor Ort, für Birke Bull sind sie eine Strategie, Wähler zurückzugewinnen für ihre Partei. Wir sind gezwungen, uns mit denen auseinanderzusetzen, die in der Tat sehr bewusst AfD gewählt haben und damit ein politisches Programm, was ich für rückwärtsgewandt halte, was ich für in großen Teilen menschenfeindlich halte. Damit müssen wir uns auseinandersetzen und da würde ich schon sagen, das ist gut so. 19. September. Die Landeszentrale für politische Bildung in Magdeburg lässt Politik und Bürger aufeinandertreffen. Die anderen haben ihre Fraktionsvorsitzenden geschickt. Die AfD, Hans-Thomas Tillschneider. Eine Stunde Fragen. Kein Tisch ist so gut besucht wie der von Tillschneider. Wir haben uns sehr viel mit dem Nationalsozialismus auch auseinandergesetzt und finden, dass man die Geschichte Deutschlands nicht stolz sein sollte. Ich finde doch, dass es dafür, dass es jetzt auch mittlerweile 70 Jahre zurückliegt, dass es also schon in die historische Ferne gerückt ist, dafür, finde ich, bekommt es doch vielleicht zu viel Aufmerksamkeit. Schüler einer 11. Klasse aus Burg. Sie haben Fragen zu Flüchtlingen, zu Toleranz und Schulpolitik. Die Schulklasse fragt weiter, auch als die Veranstaltung offiziell längst vorbei ist. Eine Woche später. Wir wollen wissen, wie haben die Schüler die Diskussionen erlebt? Was erwarten sie von Politikern? Wir besuchen die Klasse 11-3 am Burger Roland-Gymnasium. In Sketchen spielen sie die Gespräche nach. So erlebten sie die CDU. Nun haben Sie ja im März bei den Landtagswahlen ein Drittel Ihrer Mandate abgeben müssen. Können Sie sich das irgendwie erklären? Naja, also eigentlich ist das ja gar nicht richtig, was Sie hier sagen. Wir haben 11.000 absolute Wähler gewonnen und damit verstehe ich jetzt die Frage an sich nicht. Wir haben eigentlich Gewinn gemacht. Dann ist die AfD-Gruppe an der Reihe. Wir haben in Ihrem Wahlprogramm gelesen, dass Sie den Geschichtsunterricht einkürzen wollen. Wie stellen Sie sich das vor? Wissen Sie, die Zeit des Nationalsozialismus, das ist schon 70 Jahre her. Wir sollten aufhören, die ganze Zeit zu bedauern und endlich anfangen, auf unsere Geschichte wieder stolz zu sein. Anschließend wird diskutiert. Ich war, glaube ich, bei den CDU-Leuten fast gar nicht, also so vielleicht 3 Sekunden oder so. Man hat schon von außen gesehen, die beiden Politiker, die hatten nicht wirklich, also ich weiß nicht, ob man das so sagen kann, aber die hatten nicht wirklich Lust, überhaupt darüber zu reden. Den stärksten Eindruck hat der AfD-Politiker hinterlassen. Ich bin auch nicht der Politikvertreter, aber sie punkten natürlich mit solcher Darstellung hier und die anderen Parteien halten sich zurück und das ist nicht in Ordnung. Der Auszug aus dem Landtag, eine bewusste Inszenierung der AfD.
Wie immer allerdings, wenn vor dem Landtag demonstriert wird, haben auch die anderen Parteien Vertreter geschickt. Schon bevor die AfD dazu kam. Das Zweite. Das Verhalten der AfD einfach während dieser Diskussion, wo es ja um Inhalte und auch die Zielstellung für die nächsten Jahre ging, den Landtag zu verlassen und zu einer selbstorganisierten Demonstration vor den Landtag zu gehen, das war für mich schon ein Verhalten, was einfach den parlamentarischen Gepflogenheiten widerspricht und auch zeigt, dass das, was wichtig ist in unserem Staat, in einem Verfassungsstaat, dass das Verfassungsorgan Landtag mit einem hohen Respekt auch behandelt werden muss, nicht eingehalten ist. Eisleben im Frühsommer. Die AfD hat einen Gasthof gemietet. Es ist Landesparteitag. André Poggenburg hat den Mitgliedern ein Versprechen gegeben. Er will den Landesvorsitz eigentlich abgeben, sich auf den Landtag konzentrieren. So ist es abgestimmt. Er sieht sich schon als neuer Landeschef, der Kaufmann aus Wittenberg. Er ist der einzige Kandidat. Aber es kommt anders. André Poggenburg tritt doch an und wird gewählt. Die Machtfrage wird zur Vertrauensfrage. Poggenburgs Wiederwahl bleibt umstritten. In der Fraktion und vor allem an der Basis. Das ist natürlich schwer. Wenn er damals gesagt hat, er wird nicht wieder als Landesvorsitzender antreten und macht es dann doch, das ist ein Wortbruch, das muss man leider so deutlich sagen. Das wird er nicht gerne hören wollen, aber es ist so. Er hat vieles sehr gut gemacht. Er hat aber in meinen Augen damals auch zu viele Aufgaben übernommen. Das hätte man anders klären können. Und ich glaube, dass ich diese Organisation mit Sicherheit hätte besser machen können. Hoffmann ist der Kritiker an der Basis. Er verdient sein Geld als Versicherungsvertreter. Parteiarbeit macht er ehrenamtlich. Seine Ehefrau ist Thailänderin und AfD-Mitglied. Für sie ist das kein Widerspruch. Gott sei Dank, bis jetzt, ich hab noch nicht so solche Leute kennengelernt, das so richtig fremdfeindlich ist. Weil ich war einmal in, wie nennt man das da, diese Jahres, diese, wie heißt das? Ich weiß nicht, was du meinst. Das Parteitag, ne? Heißt das doch. Auf dem Landesparteitag? Ja, Landesparteitag, ja. Hab so viele kennengelernt. Das, ich finde schon alles schon vernünftige Leute. Wir wollen einen grundlegenden Politikwechsel im Land. Wir wollen keine Politik der Offenheit. Auch das ist dafür, dass es jetzt auch mittlerweile 70 Jahre zurückliegt, dass es also schon in die historische Ferne gerückt ist, dafür, finde ich, bekommt es doch vielleicht zu viel Aufmerksamkeit. Schüler einer 11. Klasse aus Burg. Sie haben Fragen zu Flüchtlingen, zu Toleranz und Schulpolitik. Die Schulklasse fragt weiter, auch als die Veranstaltung offiziell längst vorbei ist. Eine Woche später. Wir wollen wissen, wie haben die Schüler die Diskussionen erlebt? Was erwarten sie von Politikern? Wir besuchen die Klasse 11-3 am Burger Roland-Gymnasium. In Sketchen spielen sie die Gespräche nach. So erlebten sie die CDU. Nun haben Sie ja im März bei den Landtagswahlen ein Drittel Ihrer Mandate abgeben müssen. Können Sie sich das irgendwie erklären? Naja, also eigentlich ist das ja gar nicht richtig, was Sie hier sagen. Wir haben 11.000 absolute Wähler gewonnen und damit verstehe ich jetzt die Frage an sich nicht. Wir haben eigentlich Gewinn gemacht. Dann ist die AfD-Gruppe an der Reihe. Wir haben in Ihrem Wahlprogramm gelesen, dass Sie den Geschichtsunterricht einkürzen wollen. Wie stellen Sie sich das vor? Wissen Sie, die Zeit des Nationalsozialismus, das ist schon 70 Jahre her. Wir sollten aufhören, die ganze Zeit zu bedauern und endlich anfangen, auf unsere Geschichte wieder stolz zu sein. Anschließend wird diskutiert. Ich war, glaube ich, bei den CDU-Leuten fast gar nicht, also so vielleicht 3 Sekunden oder so. Man hat schon von außen gesehen, die beiden Politiker, die hatten nicht wirklich, also ich weiß nicht, ob man das so sagen kann, aber die hatten nicht wirklich Lust, überhaupt darüber zu reden. Den stärksten Eindruck hat der AfD-Politiker hinterlassen. Ich würde es einfach die Faszination des Grauens nennen. Das beschreibt es eigentlich ganz gut. Also er hat halt so viel Blödsinn erzählt, dass man halt alles eigentlich hinterfragen konnte. Das ist auch immer die Frage, die Flüchtlingszahl ist jetzt seit Anfang des Jahres um 80% gesunken. Was ist die AfD ohne Flüchtlinge? Für mich ist wichtig, wenn ich solche Volkspartei wähle, ob das nun CDU oder die SPD ist, dass die sich auch mit der AfD auseinandersetzen, dass es nicht heißt,
die sind jetzt rechts und die lassen wir auch da, wo sie sind und mit dem wollen wir gar nichts zu tun haben. Ein unbefangener Blick auf Politik. Einige von ihnen werden bei der Bundestagswahl 2017 das erste Mal ihre Stimme abgeben. Zehnter Oktober. Gottfried Backhaus ist im Saale-Kreis unterwegs. Begleitet wird er von einem Mitarbeiter und, wie so oft, Ehefrau Claudia. Den Bus nennt er rollendes Wahlkreismobil. Er möchte die AfD bekannter machen, sagt er. Mit den Leuten ins Gespräch kommen.